Agatha Christie, das Geheimnis der zweiten Gurke. Mr. Eastwood blickte zur Decke. Dann blickte er auf den Fußboden. Vom Fußboden wanderte sein Blick langsam zur rechten Wand hinüber. Ernst und entschlossen richtete er den Blick plötzlich auf die vor ihm stehende Schreibmaschine. Das jungfräuliche Weiß des Bogens war lediglich durch eine Überschrift verunstaltet, die in großen Buchstaben niedergeschrieben worden war. »Das Geheimnis der zweiten Gurke«, lautete sie. Ein angenehmer Titel. Anthony Eastwood hatte das Gefühl, dass jeder, der diesen Titel läse, sofort von ihm angezogen und gefesselt sein würde. »Das Geheimnis der zweiten Gurke«, würden sie sagen. »Was kann das nur bedeuten? Eine richtige Gurke? Die zweite Gurke? Ich muss diese Geschichte unbedingt lesen.« Und sie würden von der vollendeten Leichtigkeit, mit der dieser Meister der Detektivgeschichte eine erregende Handlung um diese schlichte Gartenfrucht herumgewoben hatte, hingerissen und verzaubert werden. Das war alles schön und gut. Wie jedermann wusste auch er genau, wie die Geschichte sein sollte. Die Schwierigkeit war nur, dass er irgendwie mit ihr nicht zurechtkam. Die beiden wesentlichen Bestandteile einer Geschichte waren Titel und Handlung, der Rest war reines Handwerk. Manchmal führte der Titel von ganz allein zu einer Handlung und dann ging alles weitere automatisch. In diesem Fall schmückte der Titel jedoch nur den Anfang des Bogens und nicht eine Spur von Handlung kam dabei zum Vorschein. Wieder suchte Eastwoods Blick Inspiration bei der Decke, beim Fußboden und bei der Tapete. Und immer noch nahm nichts feste Gestalt an. »Die Heldin werde ich Sonja nennen«, sagte Anthony, um endlich einen Schritt weiter zu kommen. »Sonja oder möglicherweise auch Dolores. Ihre Haut wird die Färbung des Elfenbeins haben, aber nicht in der Art, wie sie durch Krankheit entsteht. Und ihre Augen werden grundlosen Teichen ähneln. Der Held wird George heißen. Oder vielleicht auch John. Zumindest soll es ein kurzer und typisch englischer Name sein. Und der Gärtner, einen Gärtner werden wir wahrscheinlich auch brauchen, denn irgendwie muss diese verdammte Gurke schließlich geerntet werden. Der Gärtner könnte Schotte sein. Und im Hinblick auf die ersten Nachtfröste sollte er vielleicht in amüsanter Weise pessimistisch sein.« Diese Methode funktionierte zwar manchmal, aber an diesem Vormittag schien dem nicht so zu sein. Obgleich Anthony nicht nur Sonja, sondern auch George und den Gärtner ganz deutlich vor sich sah, zeigten sie doch nicht die geringste Bereitwilligkeit, aktiv zu werden und irgendetwas zu unternehmen. »Natürlich könnte ich auch eine Banane daraus machen«, überlegte Anthony verzweifelt. »Oder einen Salatkopf oder Rosenkohl. Wie wäre es eigentlich mit Rosenkohl? Brüsseler Kohl heißt der auch. Und das könnte ein Codewort für Brüssel sein. Gestohlene Namensaktien. Ein zwielichtiger belgischer Baron?« Für einen kurzen Augenblick schien ein Lichtstrahl aufzuleuchten. Aber dann erlosch er wieder. Der belgische Baron blieb im Dunkeln. Und plötzlich erinnerte Anthony sich, dass erste Nachtfröste und Gurken unvereinbar waren. Und damit fiel auch der Vorhang für die amüsanten Bemerkungen des schottischen Gärtners. »Verdammt nochmal«, sagte Mr. Eastwood. Er erhob sich und griff nach der Daily Mail. Immerhin bestand die Möglichkeit, dass irgendjemand auf eine Art und Weise zu Tode gekommen war, die einen transpirierenden Autor inspirieren könnte. Aber die Nachrichten dieses Vormittages waren größtenteils politisch und stammten aus dem Ausland. Angewidert schleuderte Mr. Eastwood die Zeitung von sich. Nachdem er einen Roman vom Tisch genommen hatte, schloss er die Augen und stieß mit dem Zeigefinger auf die aufgeschlagene Seite hinunter. Das auf diese Weise vom Schicksal ausgesuchte Wort lautete »Schaf«. Unverzüglich entfaltete sich in Mr. Eastwoods Gedanken mit verblüffender Brillanz eine ganze Geschichte,
bezauberndes Mädchen, Liebhaber im Krieg umgekommen, ihr Verstand umnachtet, hütet Schafe in den schottischen Bergen, mystische Begegnung mit totem Liebhaber, Endeffekt, wie auf einem akademischen Bild, mit Schafen und Mondschein, Mädchen liegt tot im Schnee und zwei Fußspuren. Es war eine wunderschöne Geschichte. Mit einem Seufzer und betrübtem Kopfschütteln tauchte Anthony aus seinen Fantasievorstellungen auf. Er wusste nur zu gut, dass der betreffende Redakteur eine Geschichte dieser Art nicht wollte, mochte sie auch noch so wunderschön sein. Jene Art von Geschichte, die dieser Mann haben wollte und auf der er hartnäckig bestand, zufälligerweise bezahlte er auch sehr anständig dafür, musste von geheimnisvollen, dunkelhaarigen Frauen handeln. Mit einem Stich ins Herz umgebracht, ein junger Held ungerechterweise verdächtigt und dann plötzlich die Aufdeckung des Geheimnisses und dank völlig unangemessener Hinweise der Beweis, dass die am wenigsten verdächtigte Person der Täter war. Tatsächlich also das Geheimnis der zweiten Gurke. Obgleich, überlegte Anthony, ich 10-1 wette, dass er den Titel ändert und irgendeinen völlig Verrückten, etwa Mord ist meistens gemeint, nehmen wird. Und das ohne mich zu fragen. Zum Teufel mit dem verdammten Telefon! Ärgerlich schlenderte er hinüber und nahm den Hörer ab. 2-mal war er innerhalb der letzten Stunde bereits gestört worden. 1-mal war es eine falsche Nummer und das andere Mal war er von einer leichtfertigen Dame der Gesellschaft, die er bitterlich hasste, die jedoch zu hartnäckig war, als dass er sie abweisen konnte, mit einem Mittagessen überfallen worden. »Hallo«, knurrte er in den Hörer. Eine weibliche Stimme antwortete ihm, eine zärtliche Stimme mit leichtem ausländischen Akzent. »Bist du da, Geliebter?« sagte die Stimme sanft. »Ich weiß nicht«, sagte Mr. Eastwood vorsichtig. »Wer ist am Apparat?« »Ich, Carmen. Hör zu, Geliebter. Ich werde verfolgt. Ich bin in Gefahr. Du musst sofort kommen, es geht jetzt um Leben und Tod.« »Verzeihung«, sagte Mr. Eastwood höflich, »aber ich fürchte, Sie haben die falsche Nummer.« Bevor er den Satz beenden konnte, unterbrach sie ihn. »Madre de Dios, Sie kommen! Wenn Sie merken, was ich tue, bringen Sie mich um! Lass mich nicht im Stich, komm sofort! Wenn du nicht kommst, ist das für mich der Tod. Du weißt, Kirk Street 320, das Kennwort ist Gurke. Schnell!« Er hörte ein leichtes Klicken, als sie am anderen Ende der Leitung den Hörer auflegte. »Verdamm mich noch einmal«, sagte Mr. Eastwood äußerst erstaunt. Er ging zu seiner Tabaksdose hinüber und stopfte sich sorgfältig die Pfeife. »Vermutlich«, grübelte er, »war es irgendeine merkwürdige Auswirkung meines unbewussten Ichs. Gurke, das kann sie einfach nicht gesagt haben. Die ganze Geschichte ist sehr ungewöhnlich. Hat sie nun Gurke gesagt oder hat sie es nicht gesagt?« Unentschlossen wanderte er hin und her. »Kirk Street 320. Ich möchte nur wissen, was das alles zu bedeuten hat. Wahrscheinlich wartet sie jetzt darauf, dass der andere auftaucht. Wenn ich es ihr doch nur hätte erklären können. Kirk Street 320. Das Kennwort ist Gurke. Oh Gott, unmöglich, absurd. Halluzinationen eines strapazierten Gehirns.« Böse blickte er zu der Schreibmaschine hinüber. »Was hast du eigentlich für einen Sinn? Das wüsste ich nun wirklich gern. Den ganzen Vormittag habe ich dich angestarrt und was ist dabei herausgekommen? Ein Schriftsteller soll seine Handlungen aus dem Leben nehmen, aus dem Leben, verstehst du? Und das werde ich jetzt tun.« Er stülpte sich einen Hut auf den Kopf, blickte liebevoll auf seine unbezahlbare Sammlung alter Emaillen und verließ die Wohnung. Wie die meisten Londoner wissen, ist die Kirk Street eine lange und ziemlich bunte Durchfahrtsstraße. In der Hauptsache widmet sie sich antiquarischen Läden, wo alle Arten imitierter Waren zu Fantasiepreisen angeboten werden. Außerdem gibt es dort Altmessingläden, Glasläden, sowie verkommene Gebrauchtwarengeschäfte und Läden mit getragener Bekleidung. Nummer 320 widmete sich ganz dem Verkauf alten Glases. Gläserne Gegenstände aller Art füllten den Laden bis zum Überfluss.
Anthony war gezwungen, sich bedachtsam zu bewegen, als er den Mittelgang entlang ging, der von Weingläsern flankiert war, während Lüster und Kronleuchter leise klirrend über seinem Kopf pendelten. Eine sehr alte Dame saß im hinteren Teil des Ladens. Sie hatte einen knospenden Schnurrbart, um den so mancher Jüngling sie beneidet hätte, und ein grausames Benehmen. Sie blickte Anthony an und sagte mit abweisender Stimme, »Na?« Anthony war ein junger Mann, der sich leicht aus der Fassung bringen ließ. Unverzüglich erkundigte er sich nach dem Preis einiger Weißweingläser. 6 Stück, 45 Schilling. »Ach, wirklich?« sagte Anthony. »Sehr nett, nicht? Und was kosten die hier?« »Wunderschöne Stücke, altes Waterford. Die lasse ich Ihnen für 18 Guineen, das Paar.« Mr. Eastwood merkte, dass er sich selbst in Schwierigkeiten brachte. Noch eine Minute und wie hypnotisiert von den Augen der boshaften alten Frau würde er etwas kaufen. Und dennoch konnte er es nicht über sich bringen, den Laden wieder zu verlassen. »Und der da?« fragte er und deutete auf einen Kronleuchter. 35 Guineen. »Aha«, sagte Mr. Eastwood bedauernd, »das ist leider mehr, als ich mir leisten kann.« »Was suchen Sie denn?« fragte die alte Dame. »Irgendein Hochzeitsgeschenk?« »Richtig«, sagte Anthony und griff nach dieser Erklärung. »Aber es ist so schwer, das Passende zu finden.« »So ist das also«, sagte die Dame und stand auf, als wäre sie zu einem Entschluss gekommen. »Hübsches altes Glas ist eigentlich nie verkehrt. Hier habe ich ein paar alte Weinkaraffen und hier ist ein hübsches kleines Likörservice, genau das Richtige für eine junge Frau.« In den nächsten 10 Minuten litt Anthony Höllenqualen. Die Dame hatte ihn völlig in der Hand. Jedes nur denkbare Exemplar der Glasbläserkunst zog an seinen Augen vorüber. Er verzweifelte. »Wunderschön, wunderschön«, rief er fast mechanisch aus, als er einen großen goldenen Kelch abstellte, der seiner Aufmerksamkeit aufgezwungen worden war. Dann platzte er heraus. »Übrigens, haben Sie vielleicht ein Telefon?« »Nein, wir nicht. Gegenüber im Postamt ist eine Telefonzelle. Na, wie finden Sie den Kelch? Oder wie wäre es mit diesen schönen alten Römern?« Da Anthony keine Frau war, war er auch völlig unbewandert in der gelassenen Kunst, ein Geschäft zu verlassen, ohne etwas gekauft zu haben. »Ich nehme lieber das Likörservice«, sagte er düster. Mit Verbitterung im Herzen bezahlte er. Aber als die alte Dame das Päckchen einpackte, kehrte plötzlich sein Mut zurück. Schließlich würde sie ihn allerhöchstens für exzentrisch halten, und außerdem, was zum Teufel kümmerte es ihn, was sie dachte? »Gurke«, sagte er deutlich und bestimmt. Unvermittelt unterbrach die alte Frau das Verpacken des Likörservices. »Wie? Was haben Sie gesagt?« »Nichts«, log Anthony schnell. »Ach so, ich dachte schon, Sie hätten Gurke gesagt.« »Das habe ich auch«, erwiderte Anthony herausfordernd. »So, so«, meinte die alte Dame. »Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt, einfach mir meine Zeit zu stehlen, durch die Tür da drüben und die Treppe hoch? Sie wartet schon.« Wie in einem Traum ging Anthony durch die Tür und stieg eine äußerst schmutzige Treppe hoch. Oben stand eine Tür ein Stück offen und gab den Blick in ein winziges Wohnzimmer frei. Auf einem Stuhl saß, die Augen auf die Tür gerichtet und auf dem Gesicht einen Ausdruck entgespannter Erwartung, ein Mädchen. Und was für ein Mädchen! Sie hatte tatsächlich jene elfenbeinerne Haut, die Anthony so oft geschildert hatte, und ihre Augen. So etwas von Augen! Engländerin war sie nicht, das sah er auf den ersten Blick. Vielmehr machte sie einen ausländischen, exotischen Eindruck, der sich selbst in der kostbaren Schlichtheit ihres Kleides zeigte. Anthony blieb im Türrahmen stehen. Er war irgendwie verlegen. Es schien an der Zeit zu sein, irgendwelche Erklärungen abzugeben. Aber mit einem Schrei des Entzückens sprang das Mädchen auf und warf sich in seine Arme. »Du bist gekommen«, rief sie. »Du bist gekommen, o gelobt seien die Heiligen und die heilige Madonna.« Anthony, der nie eine günstige Gelegenheit ungenützt verstreichen ließ, reagierte genauso inbrünstig.
Schließlich entwand sie sich ihm und blickte mit bezaubernder Schüchternheit zu seinem Gesicht hoch. »Hätte ich dich doch nur nie kennengelernt«, erklärte sie, »hätte ich es doch nur nie getan.« »Bereust du es?« fragte Anthony matt. »Nein, selbst deine Augen wirken anders, und du bist 10-mal hübscher, als ich es für möglich gehalten habe.« »Wirklich?« Sich selbst redete Anthony jedoch ein »Ruhig bleiben, mein Junge, ruhig bleiben. Die Situation entwickelt sich zwar sehr nett, aber verliere jetzt bloß nicht den Kopf.« »Ich darf dich noch einmal küssen, ja?« »Selbstverständlich«, sagte Anthony überzeugt, »so oft du willst.« Es folgte ein sehr erfreuliches Zwischenspiel. »Wenn ich bloß wüsste, wer zum Teufel ich bin«, überlegte Anthony. »Ich flehe nur zum Himmel, dass der Wirkliche jetzt nicht auftaucht. Wie süß sie ist!« Plötzlich trat das Mädchen einen Schritt zurück und auf ihrem Gesicht zeigte sich vorübergehend Entsetzen. »Hat man dich ihr Ehre verfolgt?« »Um Himmels Willen, nein!« »Aber sie sind fürchterlich gerissen. Du kennst sie nicht so genau, wie ich sie kenne. Boris ist ein Schuft.« »Die Sache mit Boris werde ich für dich regeln.« »Du bist ein Löwe. Jawohl, ein richtiger Löwe. Und die anderen sind nur Kanaille. Alle. Übrigens, ich habe es. Wenn sie es wüssten, würden sie mich sofort umbringen. Ich hatte so Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, und dann fielst du mir ein. Psst! Was war das?« Es war ein Geräusch unten im Laden. Mit einer Kopfbewegung andeutend, dass er bleiben sollte, wo er wäre, schlich sie auf Zehenspitzen zur Treppe. Mit blassem Gesicht und aufgerissenen Augen kehrte sie zurück. »Madre de Dios, Polizei! Sie kommen herauf! Du hast ein Messer, einen Revolver, oder was?« »Mein liebes Kind, du erwartest doch nicht im Ernst von mir, dass ich einen Polizisten umbringe.« »Ach, du bist wahnsinnig, wahnsinnig! Sie nehmen dich mit und hängen dich am Hals auf, bis du tot bist.« »Was werden sie?« fragte Mr. Eastwood, und ein sehr unangenehmes Gefühl kroch an seiner Wirbelsäule auf und ab. Auf der Treppe erklangen Schritte. »Jetzt kommen sie«, flüsterte das Mädchen. »Bestreite alles. Das ist die einzige Möglichkeit.« »Das dürfte mir nicht schwer fallen«, murmelte Mr. Eastwood sotto voce. Nach kaum einer Minute betraten zwei Männer das Zimmer. Sie trugen zwar unauffällige Anzüge, hatten jedoch ein offizielles Gehabe, das auf lange Ausbildung schließen ließ. Der kleinere der beiden, ein dunkler Mann mit ruhigen grauen Augen, war der Sprecher. »Ich verhafte Sie, Conrad Flagman«, sagte er, »wegen Mordes an Anna Rosenberg. Alles, was Sie sagen, wird als Beweis gegen Sie verwendet. Hier ist der Haftbefehl. Das Beste für Sie ist, Sie kommen ohne viel Federlesens mit.« Ein halberstickter Aufschrei entrang sich den Lippen des Mädchens. Mit gefasstem Lächeln trat Anthony einen Schritt vor. »Sie unterliegen einem Irrtum, mein Herr«, sagte er scherzhaft. »Ich heiße Anthony Eastwood.« Seine Feststellung schien auf die beiden Kriminalbeamten nicht die geringste Wirkung zu haben. »Darüber können wir uns noch später unterhalten«, sagte der eine. Derjenige, der vorhin schon geredet hatte, »inzwischen kommen Sie mit.« »Konrad«, jammerte das Mädchen, »Konrad, lass dich nicht einfach mitnehmen.« Anthony blickte die Kriminalbeamten an. »Sie werden sicherlich nichts dagegen haben, dass ich mich von dieser jungen Dame verabschiede?« Mit mehr Gefühl und Anstand, als er es erwartet hatte, bewegten die beiden Männer sich zur Tür. Anthony zog das Mädchen in die Ecke neben dem Fenster und redete schnell und kaum vernehmbar auf sie ein. »Hör zu, was ich eben sagte, ist wahr. Ich bin nicht Conrad Flagman. Als du heute Vormittag bei mir anriefst, muss man dir eine falsche Nummer gegeben haben. Ich heiße Anthony Eastwood. Ich bin auf deine Bitte hingekommen, weil eben ich bin gekommen.« Ungläubig starrte sie ihn an. »Du bist nicht Conrad Flagman?« »Nein.« »Oh«, rief sie in einem Ton tiefster Not. »Und ich habe dich geküsst.« »Daran war nichts verkehrt«,
versicherte Mr. Eastwood. Die ersten Christen hatten den Kuss zur Gewohnheit erhoben, was äußerst vernünftig war. Jetzt pass auf, ich werde also mit diesen Leuten mitfahren. Binnen kurzem werde ich beweisen, wer ich wirklich bin. Bis dahin werden sie dich in Ruhe lassen, sodass du deinen kostbaren Conrad noch rechtzeitig warnen kannst. Später? Ja. Ach Gott, nur Folgendes. Meine Telefonnummer ist Northwestern 1743 und gib Angst, ach, dass man dich nicht wieder falsch verbindet. Sie warf ihm einen bezaubernden Blick zu, halb trauernd, halb lächelnd. Ich werde es nicht vergessen, ich werde es bestimmt nicht vergessen. Also gut, auf Wiedersehen. Und wenn, ja, um noch einmal auf die ersten Christen zurückzukommen. Einmal mehr würde doch nicht allzu viel ausmachen, nicht wahr? Sie schlang die Arme um seinen Nacken, ihre Lippen berührten die seinen kaum. Ich mag dich gern, ja, ich mag dich. Du wirst immer daran denken, was auch passiert, nicht wahr? Widerstrebend löste Anthony sich von ihr und näherte sich seinen Häschern. Ich bin bereit, mit ihnen zu kommen. Wie ich annehme, haben Sie nicht die Absicht, diese junge Dame ebenfalls festzunehmen, nicht wahr? Nein, Sir, das geht uns nichts an, sagte der Kleine höflich. Anständige Burschen, diese Männer von Scotland Yard, überlegte Anthony, als er den beiden die schmale Treppe hinunter folgte. Von der alten Frau im Laden war nichts zu sehen. Anthony hörte jedoch, wie es hinter einer Tür im rückwärtigen Teil des Ladens schnaufte, und vermutete, dass sie es war, die die Ereignisse mit Vorsicht beobachtete. Wieder auf der schmutzigen Kirk Street holte Anthony tief Luft und richtete sich an den kleineren der beiden Männer. »Also, Inspektor, Sie sind doch wohl Inspektor?« »Ja, Sir, Detective Inspector Verrill. Das hier ist Detective Sergeant Carter.« »Also, Inspektor Verrill, jetzt ist wohl der Zeitpunkt gekommen, dass wir vernünftig miteinander reden und auch, dass Sie mich anhören. Ich bin nicht dieser Conrad, wie heißt er noch? Mein Name ist Anthony Eastwood, wie ich bereits sagte, und vom Beruf bin ich Schriftsteller. Wenn Sie mich zu meiner Wohnung begleiten wollen, werde ich wahrscheinlich in der Lage sein, meine Identität Ihnen gegenüber nachzuweisen.« Irgendetwas in der sachlichen Art, in der Anthony sprach, schien die Kriminalbeamten zu beeindrucken. Zum ersten Mal huschte ein zweifelnder Ausdruck über Verrills Gesicht. Carter war offenbar nicht so leicht zu überzeugen. »Das könnte Ihnen so passen«, fauchte er. »Vielleicht erinnern Sie sich, dass die junge Dame Sie mit Conrad anredete.« »Aber das hat damit nichts zu tun. Meinetwegen gebe ich zu, dass ich mich aus persönlichen Gründen der Dame gegenüber als Conrad ausgab. Eine rein private Angelegenheit, verstehen Sie?« »Und das sollen wir glauben, was?« bemerkte Carter. »Nein, Sir, Sie kommen mit. Halte mal das Taxi an, Joe.« Ein vorüberfahrendes Taxi wurde gestoppt, und die drei Männer stiegen ein. Anthony machte einen letzten Versuch und wandte sich direkt an Verrill als den leichter zu überzeugenden. »Hören Sie, mein lieber Inspektor, wem schadet es eigentlich, wenn Sie mit in meine Wohnung kommen und sich überzeugen, dass ich die Wahrheit sage? Sie können doch das Taxi warten lassen, wenn Sie wollen. Das ist ein großzügiges Angebot.« »Keine 5 Minuten wird das dauern.« Verrill blickte ihn forschend an. »Also gut«, sagte er plötzlich. »Es klingt zwar merkwürdig, aber ich glaube, dass Sie die Wahrheit sagen. Schließlich wollen wir uns auf der Wache nicht dadurch blamieren, dass wir den Falschen verhaftet haben. Wie ist die Adresse?« »Brandenburg Mansions 48.« Verrill beugte sich vor und rief dem Taxifahrer die Adresse zu. Schweigend saßen die drei im Wagen, bis sie an ihrem Ziel angekommen waren. Carter aus dem Wagen sprang und Anthony von Verrill mit einer Handbewegung aufgefordert wurde, dem Sergeant zu folgen. »Für Unannehmlichkeiten besteht kein Grund«, erklärte Verrill, als er ebenfalls ausstieg. »Wir werden so tun, als käme Mr. Eastwood mit 2 Freunden nach Hause.« Anthony war für diesen Vorschlag ausgesprochen dankbar, und seine Achtung vor dem Criminal Investigation Department stieg von Minute zu Minute. Im Hausflur hatten sie das Glück, Rogers dem Portier zu begegnen. Anthony blieb stehen. »Ah, guten Abend, Rogers«, bemerkte er beiläufig. »Guten Abend, Mr. Eastwood«, erwiderte der Portier respektvoll. Er war Anthony zugetan, der ein Beispiel für liberale Gesinnung gab, welches von seinen Nachbarn nicht immer aufgegriffen wurde. An der Treppe blieb Anthony stehen.
Übrigens, Rogers, sagte er beiläufig, wie lange wohne ich eigentlich jetzt schon hier? Ich habe mich mit meinen Freunden gerade darüber gestritten. Warten Sie, Sir, es müssen jetzt bald 4 Jahre sein. Dasselbe habe ich gesagt. Anthony warf den beiden Kriminalisten einen triumphierenden Blick zu. Carter knurrte, aber Verrill lächelte strahlend. Gut, Sir, aber noch nicht genug, bemerkte er. Gehen wir nach oben. Anthony öffnete die Tür seiner Wohnung mit dem Wohnungstürschlüssel. Dankbar war er, dass ihm noch rechtzeitig einfiel, dass C-Mark, sein Diener, nicht zu Hause war. Je weniger Zeugen bei dieser Katastrophe, desto besser. Die Schreibmaschine stand noch so, wie er sie verlassen hatte. Carter schlenderte zum Tisch und studierte den auf dem Papier stehenden Titel. »Das Geheimnis der zweiten Gurke«, verkündete er mit verdrossener Stimme. »Eine Geschichte von mir«, erklärte Anthony gleichgültig. »Auch nicht schlecht, Sir«, sagte Verrill kopfnickend, und seine Augen blinzelten. »Übrigens, wovon handelt sie? Was war denn nun das Geheimnis der zweiten Gurke?« »Jetzt haben Sie mich festgenagelt«, sagte Anthony. »Anlass zu diesen ganzen Schwierigkeiten war nämlich die zweite Gurke.« Carter sah ihn gespannt an. Plötzlich schüttelte er den Kopf und klopfte sich bedeutungsvoll gegen die Stirn. »Schön blöde, mein armer Freund«, murmelte er deutlich vor sich hin. »Und jetzt, Gentlemen«, sagte Mr. Eastwood lebhaft, »an die Arbeit. Hier sind an mich adressierte Briefe, mein Scheckheft und hier sind Mitteilungen meiner Verleger. Was wünschen Sie sonst noch?« Verrill prüfte die Papiere, die Anthony ihm hingeschoben hatte. »Ich für meinen Teil, Sir«, sagte er respektvoll, »benötige nichts mehr. Ich bin überzeugt, ich kann jedoch nicht die Verantwortung auf mich nehmen, Sie freizulassen. Verstehen Sie, obgleich alles dafür spricht, dass Sie seit einigen Jahren hier als Mr. Eastwood wohnen, ist es dennoch möglich, dass Conrad Flagman und Anthony Eastwood ein und dieselbe Person sind. Ich muss daher die Wohnung durchsuchen, Ihnen die Fingerabdrücke abnehmen und mit der Zentrale telefonieren.« »Anscheinend ein ziemlich umfassendes Programm«, bemerkte Anthony. »Ich kann Ihnen versichern, dass Ihnen alle strafbaren Geheimnisse, die Ihnen in die Hände fallen, zur Verfügung stehen.« Der Inspektor grinste. Für einen Kriminalisten war er ungewöhnlich human. »Wenn Sie sich vielleicht mit Carter in das kleine Zimmer am Ende des Korridors begeben wollen, Sir, solange ich zu tun habe...« »Na, einverstanden«, sagte Anthony widerwillig. »Umgekehrt wird es wohl nicht möglich sein, nicht wahr?« »Was soll das heißen?« »Dass Sie und ich und ein paar Whisky mit Soda im kleinen Zimmer verschwinden, während unser Freund der Sergeant die schwere Aufgabe des Durchsuchens übernimmt.« »Wenn es Ihnen lieber ist, Sir?« »Es ist mir lieber.« Sie überließen es Carter, den Inhalt des Schreibtisches mit geschäftsmäßiger Gewandtheit zu überprüfen. Als sie den Raum verließen, hörten sie, wie er den Hörer abnahm und Scotland Yard anrief. »Es könnte schlimmer sein«, sagte Anthony, als er sich mit einem Whisky-Soda hinsetzte, nachdem er die Wünsche des Inspektors Verrill gastfreundschaftlich erfüllt hatte. »Soll ich zuerst trinken, nur um Ihnen zu beweisen, dass der Whisky nicht vergiftet ist?« Der Inspektor lächelte. »Das alles verstößt gegen die Vorschriften«, bemerkte er. »Aber wir kennen uns in unserem Beruf einigermaßen aus. Von Anfang an war mir klar, dass wir einen Fehler begangen hatten. Aber man muss natürlich die üblichen Vorschriften einhalten. Sie können auch nicht einfach vom roten Teppich runter, nicht wahr, Sir?« »Wahrscheinlich nicht«, sagte Anthony bedauernd. »Außerdem sieht der Sergeant auch nicht allzu umgänglich aus, nicht?« »Ach, im Grunde ist Detective Sergeant Carter ein feiner Kerl, so leicht kann dem keiner etwas weismachen.« »Das habe ich bereits festgestellt«, sagte Anthony. »Übrigens, Inspektor«, fügte er hinzu, »spricht irgendetwas dagegen, dass ich einige Einzelheiten über mich erfahre?« »Welcher Art, Sir?« »Mann Gottes, merken Sie denn nicht, dass ich vor Neugierde vergehe? Wer war Anna Rosenberg und warum habe ich sie ermordet?« »Das werden Sie morgen in der Zeitung lesen, Sir.« »Was du heute kannst, besorgen, das verschiebe nicht auf morgen«, zitierte Anthony. »Ich bin überzeugt, dass Sie meine völlig gesetzmäßige Neugierde befriedigen dürfen. Lassen Sie Ihre offizielle Zurückhaltung einmal beiseite und erzählen Sie.« »Das ist gegen die Vorschriften, Sir.« »Mein lieber Inspektor, wo wir uns so schnell angefreundet haben.« »Also gut, Sir. Anna Rosenberg war eine deutsche Jüdin, die in Hampstead wohnte.
Ohne sichtlich etwas dafür zu tun, wurde sie Jahr für Jahr ständig reicher. Bei mir ist es genau umgekehrt, bemerkte Anthony dazu. Ich tue sichtlich etwas und werde dafür von Jahr zu Jahr ärmer. Vielleicht ginge es mir besser, wenn ich in Hampstead wohnte. Ich höre immer wieder, dass Hampstead ausgesprochen anregend sein soll. Es gab eine Zeit, fuhr Verrill fort, wo sie mit gebrauchter Kleidung handelte. Das erklärt alles, unterbrach Anthony ihn. Ich erinnere mich, dass ich nach dem Krieg meine Uniform verkaufte, nicht die aus Khaki, sondern die andere. Die ganze Bude hing voller roter Hosen und goldener Litzen, die äußerst vorteilhaft ausgebreitet waren. Es erschien ein dicker Mann in einem karierten Anzug mit seinem Rolls-Royce und einem Faktotum nebst Koffer. 1 Pfund 10 Schilling bot er für das ganze Zeug. Schließlich legte ich noch einen Jagdmantel und ein paar Zeissgläser dazu, um auf 2 Pfund zu kommen. Und auf ein Zeichen klappte das Faktotum den Koffer auf, schaufelte alles hinein und der Dicke reichte mir eine 10-Pfund-Note und fragte, ob ich herausgeben könne. Vor etwa 10 Jahren, fuhr der Inspektor fort, lebten in London verschiedene politische Flüchtlinge aus Spanien, unter ihnen ein gewisser Don Fernando Ferraris mit seiner jungen Frau und einem Kind. Sie waren sehr arm und die Frau war krank. Anna Rosenberg kam in das Haus, wo die Leute wohnten, und fragte, ob sie etwas zu verkaufen hätten. Don Fernando war nicht da, und seine Frau fasste den Entschluss, sich von einem wunderhübschen spanischen Schal zu trennen, der wunderbar bestickt war und zu den letzten Sachen gehört hatte, die Don Fernando ihr vor ihrer Flucht aus Spanien geschenkt hatte. Als Don Fernando heimkehrte, bekam er einen fürchterlichen Wutanfall, als er hörte, dass der Schal verkauft sei, und versuchte vergeblich, ihn zurückzukaufen. Als es ihm wenigstens gelang, die fragliche Frau, die alte Kleidungsstücke gekauft hatte, wiederzufinden, erklärte diese, sie hätte den Schal an eine Frau verkauft, deren Namen sie nicht kenne. Don Fernando war verzweifelt. 2 Monate später wurde er mitten auf der Straße mit einem Dolch angegriffen und starb später an den Verletzungen. Von dieser Zeit an schien Anna Rosenberg merkwürdigerweise in Geld zu schwimmen. In den folgenden 10 Jahren wurde nicht weniger als 8-mal in ihr Haus eingebrochen. 4 der Versuche wurden vereitelt und nichts kam abhanden. Bei den übrigen 4-mal befand sich unter der Beute auch ein bestickter Schal. Der Inspektor verstummte und erst einer drängenden Geste Anthonys folgend fuhr er fort. Vor einer Woche traf Carmen Ferraris, die junge Tochter Don Fernandos, aus einem französischen Kloster kommend, hier ein. Ihre erste Handlung bestand darin, Anna Rosenberg in Hampstead aufzusuchen. Angeblich hat sie der alten Frau eine heftige Szene gemacht, und als sie das Haus verließ, wurden ihre Abschiedsworte von einem der Diener mitgehört. »Sie haben ihn noch«, schrie sie. »Die ganzen Jahre hindurch sind sie durch ihn reich geworden, aber eines verspreche ich ihnen feierlich. Letzten Endes wird er ihnen Unglück bringen. Sie haben kein moralisches Recht auf ihn, und der Tag wird kommen, an dem sie sich wünschen, sie hätten den Schal der 1000 Blüten nie gesehen.« 3 Tage später verschwand Carmen Ferraris auf mysteriöse Weise aus dem Hotel, in dem sie wohnte. In ihrem Zimmer wurde ein Zettel mit einem Namen und einer Adresse gefunden, der Name lautete Conrad Fleckman. Ferner fand man eine Notiz von einem Mann, der behauptete, mit gebrauchter Kleidung zu handeln, und anfragte, ob sie die Absicht hätte, einen bestickten Schal zu verkaufen, von dem er annahm, dass sie ihn besaß. Die auf der Notiz angegebene Adresse war falsch. »Es ist klar, dass der Schal den Mittelpunkt dieser ganzen mysteriösen Geschichte bildet. Gestern Morgen erschien Conrad Fleckman nun bei Anna Rosenberg. Sie schloss sich mit ihm für gut eine Stunde ein, und als er sie verließ, musste sie sich zu Bett legen, so blass und erschüttert war sie durch die Unterhaltung. Sie ordnete jedoch noch an, dass Fleckman jederzeit vorgelassen würde, wenn er sich meldete. Gestern Abend stand Anna Rosenberg auf und verließ gegen 9 Uhr ihre Wohnung. Seitdem ist sie nicht zurückgekehrt.« Heute Morgen wurde sie in dem Haus, in dem dieser Conrad Fleckman wohnt, erstochen aufgefunden. Neben ihr auf dem Fußboden lag, was glauben Sie wohl? »Der Schal?« keuchte Anthony. »Der Schal der 1000 Blüten?« »Etwas viel Entsetzlicheres. Etwas, das die ganze mysteriöse Geschichte mit dem Schal erklärt und seinen geheimen Wert deutlich macht. Entschuldigen Sie, aber ich glaube, das ist der Chef.« Tatsächlich hatte es draußen geläutet. Anthony zügelte seine Ungeduld so gut es ihm möglich war und wartete auf die Rückkehr des Inspektors. Soweit es seine eigene Lage betraf, war er jetzt erleichtert. Sobald man ihm die Fingerabdrücke abgenommen hatte,
würde man den Irrtum feststellen. Und dann würde vielleicht Carmen anrufen. Der Schal der tausend Blüten. Was für eine seltsame Geschichte. Genau die, die einen angemessenen Hintergrund für die atemberaubende dunkle Schönheit des Mädchens abgeben würde. Carmen Ferrares. Irre sich aus seinen Fantastereien, wie lange dieser Inspektor nur brauchte. Er stand auf und riss die Tür auf. In der Wohnung war es merkwürdig still. Waren sie etwa schon weg, doch bestimmt nicht, ohne sich von ihm zu verabschieden. Er schlenderte in das nächste Zimmer. Es war leer. Und das Wohnzimmer war ebenfalls leer. Seltsam leer. Irgendwie wirkte alles kahl und wüst. Du lieber Himmel, seine Emaillensammlung, das Silber. Wie von Sinnen rannte er durch die Wohnung, überall das Gleiche. Alles war ausgeplündert. Jedes Stück von Wert war verschwunden. Und Anthony hatte beim Sammeln einen sehr guten Geschmack bewiesen. Mit einem Aufstöhnen taumelte Anthony in einen Sessel und verbarg den Kopf in den Händen. Erst das Läuten der Wohnungsklingel schreckte ihn hoch. Er öffnete die Tür und stand Rogers gegenüber. »Entschuldigen Sie, Sir«, sagte Rogers, »aber die Herren meinten, sie brauchten vielleicht irgendetwas?« »Die Herren?« »Ihre beiden Freunde, Sir. So gut ich konnte, habe ich ihnen beim Verpacken geholfen. Glücklicherweise hatte ich zufällig zwei Kisten im Keller stehen.« Seine Augen blickten zu Boden. »So gut ich konnte, habe ich auch das Stroh zusammengefegt, Sir.« »Hier oben haben Sie die Sachen eingepackt?« stöhnte Anthony. »Ja, Sir. War das denn nicht Ihr eigener Wunsch, Sir? Der große Herr forderte mich dazu auf, und da Sie hinten in dem kleinen Zimmer mit dem anderen Herrn sprachen, wollte ich nicht stören.« »Nicht ich sprach mit ihm«, sagte Anthony. »Er redete vielmehr mit mir. Zum Teufel mit ihm.« Rogers hüstelte. »Und es tut mir aufrichtig leid, dass es nötig war, Sir«, murmelte er. »Nötig?« »Dass sie sich von ihren Schätzen trennen mussten, Sir.« »Was? Ach ja.« Er lachte verbissen auf. »Wahrscheinlich sind sie mittlerweile schon weggefahren, was diese... meine Freunde, meine ich.« »Oh ja, Sir, schon vor einiger Zeit. Ich verstaute die Kisten im Taxi und der große Herr ging noch einmal nach oben und dann kamen beide heruntergelaufen und fuhren sofort weg. Verzeihung, Sir, aber stimmt irgendetwas nicht, Sir?« Rogers hatte gut Fragen. Das ächzende Stöhnen, das Anthony entfloh, hätte überall Argwohn erweckt. »Gar nichts stimmt. Vielen Dank, Rogers. Aber ich bin mir völlig im Klaren, dass man Ihnen nicht den geringsten Vorwurf machen kann. Lassen Sie mich allein. Ich muss mal schnell telefonieren.« 5 Minuten später war zu beobachten, wie Anthony seine Geschichte dem Inspektor Driver, der mit einem Notizblock in der Hand ihm gegenüber saß, ausführlich berichtete. Ein unsympathischer Mann, dieser Inspektor Driver, und, wie Anthony überlegte, einem wirklichen Inspektor so gar nicht ähnlich. Ziemlich theatralisch, wenn man genau hinsah. Wieder einmal ein schlagender Beweis dafür, dass die Kunst der Natur überlegen ist. Anthony kam zum Ende seines Berichtes. Der Inspektor klappte sein Notizbuch zu. »Und?« fragte Anthony besorgt. »Sonnenklar«, sagte der Inspektor. »Das war die Patterson-Bande. In letzter Zeit hat sie sich verschiedene derart gerissene Sachen geleistet. Großer blonder Mann, kleiner dunkler Mann und das Mädchen.« »Das Mädchen?« »Ja, ebenfalls dunkel und verdammt gut aussehend, tritt gewöhnlich als Lockvogel auf.« »Ein spanisches Mädchen?« »Vielleicht bezeichnet sie sich als Spanierin. Geboren wurde sie jedenfalls in Hampstead.« »Habe ich nicht gesagt, dass Hampstead eine anregende Gegend ist?« murmelte Anthony. »Ja, der Fall ist also sonnenklar«, sagte der Inspektor und erhob sich, um zu gehen. »Sie hat hier angerufen und sie mit ihrer Geschichte geleimt, in der Annahme, sie würden dann auch bestimmt kommen. Dann geht sie zur alten Mutter Gibson, die nichts dagegen hat, ihr Zimmer gegen ein Trinkgeld vorübergehend an Leute abzutreten, die es schrecklich finden, sich vor aller Augen zu treffen. Liebhaber, verstehen Sie, nichts Kriminelles. Sie fallen prompt darauf herein, die beiden fahren mit ihnen hierher und während der eine ihnen einen Bären aufbindet, verschwindet der andere mit der Beute.
Das waren todsicher die Pattersons. Genauso arbeiten sie immer. Und meine Sachen? Fragte Anthony besorgt. Wir werden tun, was wir können, Sir, aber die Pattersons sind ungewöhnlich gerissen. Diesen Eindruck habe ich auch, sagte Anthony verbittert. Der Inspektor verabschiedete sich und kaum war er gegangen, läutete es bereits an der Tür. Anthony öffnete. Ein kleiner Junge mit einem Paket im Arm stand vor ihm. »Für Sie, Sir.« Mit einer gewissen Überraschung nahm Anthony es an sich. Eigentlich rechnete er nicht mit einem Paket irgendwelcher Art. Als er es in das Wohnzimmer gebracht hatte, schnitt er die Schnur auf. Es war das Likörservice. »Verdammt«, sagte Anthony. Dann erst fiel ihm auf, dass sich am Fuß eines der Gläser eine winzige, kunstvolle Rose befand. Seine Gedanken eilten in jenes Zimmer im ersten Stock zurück, das in der Kirk Street lag. »Ich mag dich gern, ja, ich mag dich. Du wirst immer daran denken, was auch passiert, nicht wahr?« Das hatte sie gesagt, was auch passiert. Hatte sie damit etwas gemeint? Anthony nahm sich wieder nachdrücklich zusammen. »Das genügt nicht«, ermahnte er sich. Sein Blick fiel auf die Schreibmaschine und mit entschlossenem Gesicht setzte er sich hin. »Das Geheimnis der zweiten Gurke«, sein Gesicht wirkte wieder verträumt. »Der Schal der tausend Blüten«, was hatte man eigentlich auf dem Fußboden neben ihrem leblosen Körper gefunden, jenes entsetzliche Ding, das das ganze Geheimnis erklärte? »Nichts, natürlich, da es sich nur um eine erfundene Geschichte gehandelt hatte, die seine Aufmerksamkeit fesseln sollte, und der Erzähler hatte nur jenen alten Trick aus Tausend und einer Nacht angewandt, die Geschichte zu unterbrechen, wenn sie am spannendsten war.« »Aber war es denn tatsächlich so unmöglich, dass irgendetwas Entsetzliches existierte, was das ganze Geheimnis erklärte?« »Dass es immer noch existierte. Vielleicht, wenn man sich gründlich damit beschäftigte?« Anthony zog den Bogen aus der Schreibmaschine und ersetzte ihn durch einen neuen. Dann tippte er die Überschrift. »Das Geheimnis des spanischen Schals.« Schweigend schaute er sie eine Weile an. Dann begann er rasend schnell zu tippen. »Agatha Christie, das Geheimnis der zweiten Gurke.« Mr. Eastwood blickte zur Decke. Dann blickte er auf den Fußboden. Vom Fußboden wanderte sein Blick langsam zur rechten Wand hinüber. Ernst und entschlossen richtete er den Blick plötzlich auf die vor ihm stehende Schreibmaschine. Das jungfräuliche Weiß des Bogens war lediglich durch eine Überschrift verunstaltet, die in großen Buchstaben niedergeschrieben worden war. »Das Geheimnis der zweiten Gurke«, lautete sie. Ein angenehmer Titel. Anthony Eastwood hatte das Gefühl, dass jeder, der diesen Titel läse, sofort von ihm angezogen und gefesselt sein würde. »Das Geheimnis der zweiten Gurke«, würden sie sagen. »Was kann das nur bedeuten? Eine richtige Gurke? Die zweite Gurke? Ich muss diese Geschichte unbedingt lesen.« Und sie würden von der vollendeten Leichtigkeit, mit der dieser Meister der Detektivgeschichte eine erregende Handlung um diese schlichte Gartenfrucht herumgewoben hatte, hingerissen und verzaubert werden. Das war alles schön und gut. Wie jedermann wusste auch er genau, wie die Geschichte sein sollte. Die Schwierigkeit war nur, dass er irgendwie mit ihr nicht zurechtkam. Die beiden wesentlichen Bestandteile einer Geschichte waren Titel und Handlung, der Rest war reines Handwerk. Manchmal führte der Titel von ganz allein zu einer Handlung und dann ging alles weitere automatisch. In diesem Fall schmückte der Titel jedoch nur den Anfang des Bogens. Und nicht eine Spur von Handlung kam dabei zum Vorschein. Wieder suchte Eastwoods Blick Inspiration bei der Decke, beim Fußboden und bei der Tapete, und immer noch nahm nichts feste Gestalt an. »Die Heldin werde ich Sonja nennen«, sagte Anthony, um endlich einen Schritt weiter zu kommen. »Sonja oder möglicherweise auch Dolores. Ihre Haut wird die Färbung des Elfenbeins haben, aber nicht in der Art, wie sie durch Krankheit entsteht, und ihre Augen werden grundlosen Teichen ähneln. Der Held wird
George heißen. Oder vielleicht auch John. Zumindest soll es ein kurzer und typisch englischer Name sein. Und der Gärtner, einen Gärtner werden wir wahrscheinlich auch brauchen, denn irgendwie muss diese verdammte Gurke schließlich geerntet werden. Der Gärtner könnte Schotte sein. Und im Hinblick auf die ersten Nachtfröste sollte er vielleicht in amüsanter Weise pessimistisch sein. Diese Methode funktionierte zwar manchmal, aber an diesem Vormittag schien dem nicht so zu sein. Obgleich Anthony nicht nur Sonja, sondern auch George und den Gärtner ganz deutlich vor sich sah, zeigten sie doch nicht die geringste Bereitwilligkeit, aktiv zu werden und irgendetwas zu unternehmen. »Natürlich könnte ich auch eine Banane daraus machen«, überlegte Anthony verzweifelt. »Oder einen Salatkopf. Oder Rosenkohl. Wie wäre es eigentlich mit Rosenkohl? Brüsseler Kohl heißt der auch. Und das könnte ein Codewort für Brüssel sein. Gestohlene Namensaktien. Ein zwielichtiger belgischer Baron?« Für einen kurzen Augenblick schien ein Lichtstrahl aufzuleuchten. Aber dann erlosch er wieder. Der belgische Baron blieb im Dunkeln, und plötzlich erinnerte Anthony sich, dass erste Nachtfröste und Gurken unvereinbar waren. Und damit fiel auch der Vorhang für die amüsanten Bemerkungen des schottischen Gärtners. »Verdammt nochmal«, sagte Mr. Eastwood. Er erhob sich und griff nach der Daily Mail. Immerhin bestand die Möglichkeit, dass irgendjemand auf eine Art und Weise zu Tode gekommen war, die einen transpirierenden Autor inspirieren könnte. Aber die Nachrichten dieses Vormittages waren größtenteils politisch und stammten aus dem Ausland. Angewidert schleuderte Mr. Eastwood die Zeitung von sich. Nachdem er einen Roman vom Tisch genommen hatte, schloss er die Augen und stieß mit dem Zeigefinger auf die aufgeschlagene Seite hinunter. Das auf diese Weise vom Schicksal ausgesuchte Wort lautete »Scharf«. Unverzüglich entfaltete sich in Mr. Eastwoods Gedanken mit verblüffender Brillanz eine ganze Geschichte. Bezauberndes Mädchenliebhaber im Krieg umgekommen, ihr Verstand umnachtet, hütet Schafe in den schottischen Bergen, mystische Begegnung mit totem Liebhaber, Endeffekt, wie auf einem akademischen Bild, mit Schafen und Mondschein, Mädchen liegt tot im Schnee und zwei Fußspuren. Es war eine wunderschöne Geschichte. Mit einem Seufzer und betrübtem Kopfschütteln tauchte Anthony aus seinen Fantasievorstellungen auf. Er wusste nur zu gut, dass der betreffende Redakteur eine Geschichte dieser Art nicht wollte, mochte sie auch noch so wunderschön sein. Jene Art von Geschichte, die dieser Mann haben wollte und auf der er hartnäckig bestand, zufälligerweise bezahlte er auch sehr anständig dafür, musste von geheimnisvollen, dunkelhaarigen Frauen handeln. Mit einem Stich ins Herz umgebracht, ein junger Held ungerechterweise verdächtigt und dann plötzlich die Aufdeckung des Geheimnisses und dank völlig unangemessener Hinweise der Beweis, dass die am wenigsten verdächtigte Person der Täter war. Tatsächlich also das Geheimnis der zweiten Gurke. Obgleich, überlegte Anthony, ich 10-1 wette, dass er den Titel ändert und irgendeinen völlig Verrückten, etwa »Mord ist meistens gemeint«, nehmen wird. Und das ohne mich zu fragen. »Zum Teufel mit dem verdammten Telefon!« Ärgerlich schlenderte er hinüber und nahm den Hörer ab. Zweimal war er innerhalb der letzten Stunde bereits gestört worden. Einmal war es eine falsche Nummer und das andere Mal war er von einer leichtfertigen Dame der Gesellschaft, die er bitterlich hasste, die jedoch zu hartnäckig war, als dass er sie abweisen konnte, mit einem Mittagessen überfallen worden. »Hallo«, knurrte er in den Hörer. Eine weibliche Stimme antwortete ihm, eine zärtliche Stimme mit leichtem ausländischen Akzent. »Bist du da, Geliebter?« sagte die Stimme sanft. »Ich weiß nicht«, sagte Mr. Eastwood vorsichtig. »Wer ist am Apparat?« »Ich, Carmen. Hör zu, Geliebter. Ich werde verfolgt. Ich bin in Gefahr. Du musst sofort kommen, es geht jetzt um Leben und Tod.« »Verzeihung«, sagte Mr. Eastwood höflich, »aber ich fürchte, Sie haben die falsche Nummer.« Bevor er den Satz beenden konnte, unterbrach sie ihn.
Madre de Dios, Sie kommen! Wenn Sie merken, was ich tue, bringen Sie mich um! Lass mich nicht im Stich, komm sofort! Wenn du nicht kommst, ist das für mich der Tod. Du weißt, Kirk Street 320, das Kennwort ist Gurke. Schnell! Er hörte ein leichtes Klicken, als sie am anderen Ende der Leitung den Hörer auflegte. Verdamm mich noch einmal, sagte Mr. Eastwood äußerst erstaunt. Er ging zu seiner Tabaksdose hinüber und stopfte sich sorgfältig die Pfeife. Vermutlich, grübelte er, war es irgendeine merkwürdige Auswirkung meines unbewussten Ichs. Gurke, das kann sie einfach nicht gesagt haben. Die ganze Geschichte ist sehr ungewöhnlich. Hat sie nun Gurke gesagt oder hat sie es nicht gesagt? Unentschlossen wanderte er hin und her. Kirk Street 320. Ich möchte nur wissen, was das alles zu bedeuten hat. Wahrscheinlich wartet sie jetzt darauf, dass der andere auftaucht. Wenn ich es ihr doch nur hätte erklären können. Kirk Street 320. Das Kennwort ist Gurke. Oh Gott, unmöglich, absurd. Halluzinationen eines strapazierten Gehirns. Böse blickte er zu der Schreibmaschine hinüber. Was hast du eigentlich für einen Sinn? Das wüsste ich nun wirklich gern. Den ganzen Vormittag habe ich dich angestarrt und was ist dabei herausgekommen? Ein Schriftsteller soll seine Handlungen aus dem Leben nehmen, aus dem Leben, verstehst du? Und das werde ich jetzt tun. Er stülpte sich einen Hut auf den Kopf, blickte liebevoll auf seine unbezahlbare Sammlung alter Emaillen und verließ die Wohnung. Wie die meisten Londoner wissen, ist die Kirk Street eine lange und ziemlich bunte Durchfahrtsstraße. In der Hauptsache widmet sie sich antiquarischen Läden, wo alle Arten imitierter Waren zu Fantasiepreisen angeboten werden. Außerdem gibt es dort Altmessingläden, Glasläden, sowie verkommene Gebrauchtwarengeschäfte und Läden mit getragener Bekleidung. Nummer 320 widmete sich ganz dem Verkauf alten Glases. Gläserne Gegenstände aller Art füllten den Laden bis zum Überfluss. Anthony war gezwungen, sich bedachtsam zu bewegen, als er den Mittelgang entlang ging, der von Weingläsern flankiert war, während Lüster und Kronleuchter leise klirrend über seinem Kopf pendelten. Eine sehr alte Dame saß im hinteren Teil des Ladens. Sie hatte einen knospenden Schnurrbart, um den so mancher Jüngling sie beneidet hätte, und ein grausames Benehmen. Sie blickte Anthony an und sagte mit abweisender Stimme, »Na?« Anthony war ein junger Mann, der sich leicht aus der Fassung bringen ließ. Unverzüglich erkundigte er sich nach dem Preis einiger Weißweingläser. »6 Stück, 45 Schilling.« »Ach, wirklich?« sagte Anthony. »Sehr nett, nicht? Und was kosten die hier?« »Wunderschöne Stücke, altes Waterford. Die lasse ich Ihnen für 18 Guineen, das Paar.« Mr. Eastwood merkte, dass er sich selbst in Schwierigkeiten brachte. Noch eine Minute und wie hypnotisiert von den Augen der boshaften alten Frau würde er etwas kaufen. Und dennoch konnte er es nicht über sich bringen, den Laden wieder zu verlassen. »Und der da?« fragte er und deutete auf einen Kronleuchter. 35 Guineen.« »Aha«, sagte Mr. Eastwood bedauernd, »das ist leider mehr, als ich mir leisten kann.« »Was suchen Sie denn?« fragte die alte Dame. »Irgendein Hochzeitsgeschenk?« »Richtig«, sagte Anthony und griff nach dieser Erklärung. »Aber es ist so schwer, das Passende zu finden.« »So ist das also«, sagte die Dame und stand auf, als wäre sie zu einem Entschluss gekommen. »Hübsches altes Glas ist eigentlich nie verkehrt. Hier habe ich ein paar alte Weinkaraffen und hier ist ein hübsches kleines Likörservice, genau das Richtige für eine junge Frau.« In den nächsten 10 Minuten litt Anthony Höllenqualen. Die Dame hatte ihn völlig in der Hand. Jedes nur denkbare Exemplar der Glasbläserkunst zog an seinen Augen vorüber. Er verzweifelte. »Wunderschön, wunderschön«, rief er fast mechanisch aus, als er einen großen goldenen Kelch abstellte, der seiner Aufmerksamkeit aufgezwungen worden war. Dann platzte er heraus. »Übrigens, haben Sie vielleicht ein Telefon?« »Nein, wir nicht. Gegenüber im Postamt ist eine Telefonzelle. Na, wie finden Sie den Kelch? Oder wie wäre es mit diesen schönen alten Römern?«
Da Anthony keine Frau war, war er auch völlig unbewandert in der gelassenen Kunst, ein Geschäft zu verlassen, ohne etwas gekauft zu haben. »Ich nehme lieber das Likörservice«, sagte er düster. Mit Verbitterung im Herzen bezahlte er. Aber als die alte Dame das Päckchen einpackte, kehrte plötzlich sein Mut zurück. Schließlich würde sie ihn allerhöchstens für exzentrisch halten, und außerdem, was zum Teufel kümmerte es ihn, was sie dachte? »Gurke«, sagte er deutlich und bestimmt. Unvermittelt unterbrach die alte Frau das Verpacken des Likörservices. »Wie? Was haben Sie gesagt?« »Nichts«, log Anthony schnell. »Ach so, ich dachte schon, Sie hätten Gurke gesagt.« »Das habe ich auch«, erwiderte Anthony herausfordernd. »So, so«, meinte die alte Dame. »Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt, einfach mir meine Zeit zu stehlen, durch die Tür da drüben und die Treppe hoch? Sie wartet schon.« Wie in einem Traum ging Anthony durch die Tür und stieg eine äußerst schmutzige Treppe hoch. Oben stand eine Tür ein Stück offen und gab den Blick in ein winziges Wohnzimmer frei. Auf einem Stuhl saß, die Augen auf die Tür gerichtet und auf dem Gesicht einen Ausdruck entgespannter Erwartung, ein Mädchen. Und was für ein Mädchen! Sie hatte tatsächlich jene elfenbeinerne Haut, die Anthony so oft geschildert hatte, und ihre Augen. So etwas von Augen! Engländerin war sie nicht, das sah er auf den ersten Blick. Vielmehr machte sie einen ausländischen, exotischen Eindruck, der sich selbst in der kostbaren Schlichtheit ihres Kleides zeigte. Anthony blieb im Türrahmen stehen. Er war irgendwie verlegen. Es schien an der Zeit zu sein, irgendwelche Erklärungen abzugeben. Aber mit einem Schrei des Entzückens sprang das Mädchen auf und warf sich in seine Arme. »Du bist gekommen«, rief sie. »Du bist gekommen, oh gelobt seien die Heiligen und die heilige Madonna.« Anthony, der nie eine günstige Gelegenheit ungenützt verstreichen ließ, reagierte genauso inbrünstig. Schließlich entwand sie sich ihm und blickte mit bezaubernder Schüchternheit zu seinem Gesicht hoch. »Hätte ich dich doch nur nie kennengelernt«, erklärte sie, »hätte ich es doch nur nie getan.« »Bereust du es?«, fragte Anthony matt. »Nein, selbst deine Augen wirken anders, und du bist 10-mal hübscher, als ich es für möglich gehalten habe.« »Wirklich?« Sich selbst redete Anthony jedoch ein »Ruhig bleiben, mein Junge, ruhig bleiben. Die Situation entwickelt sich zwar sehr nett, aber verliere jetzt bloß nicht den Kopf.« »Ich darf dich noch einmal küssen, ja?« »Selbstverständlich«, sagte Anthony überzeugt, »so oft du willst.« Es folgte ein sehr erfreuliches Zwischenspiel. »Wenn ich bloß wüsste, wer zum Teufel ich bin«, überlegte Anthony, »ich flehe nur zum Himmel, dass der Wirkliche jetzt nicht auftaucht. Wie süß sie ist!« Plötzlich trat das Mädchen einen Schritt zurück, und auf ihrem Gesicht zeigte sich vorübergehend Entsetzen. »Hat man dich ihr Ehre verfolgt?« »Um Himmels Willen, nein!« »Aber sie sind fürchterlich gerissen. Du kennst sie nicht so genau, wie ich sie kenne. Boris ist ein Schuft.« »Die Sache mit Boris werde ich für dich regeln.« »Ach, du bist ein Löwe. Jawohl, ein richtiger Löwe. Und die anderen sind nur Kanaille. Alle. Übrigens, ich habe es. Wenn sie es wüssten, würden sie mich sofort umbringen. Ich hatte so Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, und dann fielst du mir ein. Psst, was war das?« Es war ein Geräusch unten im Laden. Mit einer Kopfbewegung andeutend, dass er bleiben sollte, wo er wäre, schlich sie auf Zehenspitzen zur Treppe. Mit blassem Gesicht und aufgerissenen Augen kehrte sie zurück. »Madre de Dios, Polizei! Sie kommen herauf! Du hast ein Messer, einen Revolver oder was?« »Mein liebes Kind, du erwartest doch nicht im Ernst von mir, dass ich einen Polizisten umbringe.« »Ach, du bist wahnsinnig, wahnsinnig! Sie nehmen dich mit und hängen dich am Hals auf, bis du tot bist.« »Was werden sie?« fragte Mr. Eastwood, und ein sehr unangenehmes Gefühl kroch an seiner Wirbelsäule auf und ab. Auf der Treppe erklangen Schritte. »Jetzt kommen sie«, flüsterte das Mädchen. »Bestreite alles. Das ist die einzige Möglichkeit.«
Das dürfte mir nicht schwer fallen, murmelte Mr. Eastwood sotto voce. Nach kaum einer Minute betraten zwei Männer das Zimmer. Sie trugen zwar unauffällige Anzüge, hatten jedoch ein offizielles Gehabe, das auf lange Ausbildung schließen ließ. Der kleinere der beiden, ein dunkler Mann mit ruhigen grauen Augen, war der Sprecher. »Ich verhafte Sie, Conrad Flagman«, sagte er, »wegen Mordes an Anna Rosenberg. Alles, was Sie sagen, wird als Beweis gegen Sie verwendet. Hier ist der Haftbefehl. Das Beste für Sie ist, Sie kommen ohne viel Federlesens mit.« Ein halberstickter Aufschrei entrang sich den Lippen des Mädchens. Mit gefasstem Lächeln trat Anthony einen Schritt vor. »Sie unterliegen einem Irrtum, mein Herr«, sagte er scherzhaft. »Ich heiße Anthony Eastwood.« Seine Feststellung schien auf die beiden Kriminalbeamten nicht die geringste Wirkung zu haben. »Darüber können wir uns noch später unterhalten«, sagte der eine, derjenige, der vorhin schon geredet hatte. »Inzwischen kommen Sie mit.« »Konrad«, jammerte das Mädchen, »Konrad, lass dich nicht einfach mitnehmen.« Anthony blickte die Kriminalbeamten an. »Sie werden sicherlich nichts dagegen haben, dass ich mich von dieser jungen Dame verabschiede?« Mit mehr Gefühl und Anstand, als er es erwartet hatte, bewegten die beiden Männer sich zur Tür. Anthony zog das Mädchen in die Ecke neben dem Fenster und redete schnell und kaum vernehmbar auf sie ein. »Hör zu, was ich eben sagte, ist wahr, ich bin nicht Conrad Flagman. Als du heute Vormittag bei mir anriefst, muss man dir eine falsche Nummer gegeben haben. Ich heiße Anthony Eastwood, ich bin auf deine Bitte hingekommen, weil eben ich bin gekommen.« Ungläubig starrte sie ihn an. »Du bist nicht Conrad Flagman?« »Nein.« »Oh«, rief sie in einem Ton tiefster Not. »Und ich habe dich geküsst.« »Daran war nichts verkehrt«, versicherte Mr. Eastwood. »Die ersten Christen hatten den Kuss zur Gewohnheit erhoben, was äußerst vernünftig war. Jetzt pass auf, ich werde also mit diesen Leuten mitfahren. Binnen Kurzem werde ich beweisen, wer ich wirklich bin. Bis dahin werden sie dich in Ruhe lassen, sodass du deinen kostbaren Conrad noch rechtzeitig warnen kannst. Später?« »Ja.« »Ach Gott, nur Folgendes. Meine Telefonnummer ist Northwestern 1743 und gib Angst, ach, dass man dich nicht wieder falsch verbindet.« Sie warf ihm einen bezaubernden Blick zu, halb trauernd, halb lächelnd. »Ich werde es nicht vergessen, ich werde es bestimmt nicht vergessen.« »Also gut, auf Wiedersehen, und wenn...« »Ja.« »Um noch einmal auf die ersten Christen zurückzukommen. Einmal mehr würde doch nicht allzu viel ausmachen, nicht wahr?« Sie schlang die Arme um seinen Nacken, ihre Lippen berührten die seinen kaum. »Ich mag dich gern, ja, ich mag dich. Du wirst immer daran denken, was auch passiert, nicht wahr?« Widerstrebend löste Anthony sich von ihr und näherte sich seinen Häschern. »Ich bin bereit, mit ihnen zu kommen. Wie ich annehme, haben Sie nicht die Absicht, diese junge Dame ebenfalls festzunehmen, nicht wahr?« »Nein, Sir, das geht uns nichts an«, sagte der Kleine höflich. »Anständige Burschen, diese Männer von Scotland Yard«, überlegte Anthony, als er den beiden die schmale Treppe hinunterfolgte. Von der alten Frau im Laden war nichts zu sehen. Anthony hörte jedoch, wie es hinter einer Tür im rückwärtigen Teil des Ladens schnaufte, und vermutete, dass sie es war, die die Ereignisse mit Vorsicht beobachtete. Wieder auf der schmutzigen Kirk Street holte Anthony tief Luft und richtete sich an den kleineren der beiden Männer. »Also, Inspektor, Sie sind doch wohl Inspektor.« »Ja, Sir, Detective Inspector Verrill. Das hier ist Detective Sergeant Carter.« »Also, Inspektor Verrill, jetzt ist wohl der Zeitpunkt gekommen, dass wir vernünftig miteinander reden und auch, dass Sie mich anhören. Ich bin nicht dieser Conrad, wie heißt er noch? Mein Name ist Anthony Eastwood, wie ich bereits sagte, und vom Beruf bin ich Schriftsteller. Wenn Sie mich zu meiner Wohnung begleiten wollen, werde ich wahrscheinlich in der Lage sein, meine Identität Ihnen gegenüber nachzuweisen.« Irgendetwas in der sachlichen Art, in der Anthony sprach, schien die Kriminalbeamten zu beeindrucken. Zum ersten Mal huschte ein zweifelnder Ausdruck über Verrills Gesicht. Carter war offenbar nicht so leicht zu überzeugen. »Das könnte Ihnen so passen«,
fauchte er. »Vielleicht erinnern Sie sich, dass die junge Dame Sie mit Conrad anredete.« »Aber das hat damit nichts zu tun. Meinetwegen gebe ich zu, dass ich mich aus persönlichen Gründen der Dame gegenüber als Conrad ausgab. Eine rein private Angelegenheit, verstehen Sie?« »Und das sollen wir glauben, was?« bemerkte Carter. »Nein, Sir, Sie kommen mit. Halt mal das Taxi an, Joe.« Ein vorüberfahrendes Taxi wurde gestoppt und die drei Männer stiegen ein. Anthony machte einen letzten Versuch und wandte sich direkt an Verrill als den leichter zu überzeugenden. »Hören Sie, mein lieber Inspektor, wem schadet es eigentlich, wenn Sie mit in meine Wohnung kommen und sich überzeugen, dass ich die Wahrheit sage? Sie können doch das Taxi warten lassen, wenn Sie wollen. Das ist ein großzügiges Angebot.« »Keine 5 Minuten wird das dauern.« Verrill blickte ihn forschend an. »Also gut«, sagte er plötzlich. »Es klingt zwar merkwürdig, aber ich glaube, dass Sie die Wahrheit sagen. Schließlich wollen wir uns auf der Wache nicht dadurch blamieren, dass wir den Falschen verhaftet haben. Wie ist die Adresse?« »Brandenburg Mansions 48. Verrill beugte sich vor und rief dem Taxifahrer die Adresse zu. Schweigend saßen die drei im Wagen, bis sie an ihrem Ziel angekommen waren. Carter aus dem Wagen sprang und Anthony von Verrill mit einer Handbewegung aufgefordert wurde, dem Sergeant zu folgen. »Für Unannehmlichkeiten besteht kein Grund«, erklärte Verrill, als er ebenfalls ausstieg. »Wir werden so tun, als käme Mr. Eastwood mit 2 Freunden nach Hause.« Anthony war für diesen Vorschlag ausgesprochen dankbar, und seine Achtung vor dem Criminal Investigation Department stieg von Minute zu Minute. Im Hausflur hatten sie das Glück, Rogers dem Portier zu begegnen. Anthony blieb stehen. »Ah, guten Abend, Rogers«, bemerkte er beiläufig. »Guten Abend, Mr. Eastwood«, erwiderte der Portier respektvoll. Er war Anthony zugetan, der ein Beispiel für liberale Gesinnung gab, welches von seinen Nachbarn nicht immer aufgegriffen wurde. An der Treppe blieb Anthony stehen. »Übrigens, Rogers«, sagte er beiläufig, »wie lange wohne ich eigentlich jetzt schon hier? Ich habe mich mit meinen Freunden gerade darüber gestritten.« »Warten Sie, Sir, es müssen jetzt bald 4 Jahre sein.« »Dasselbe habe ich gesagt.« Anthony warf den beiden Kriminalisten einen triumphierenden Blick zu. Carter knurrte, aber Verrill lächelte strahlend. »Gut, Sir, aber noch nicht genug«, bemerkte er. »Gehen wir nach oben.« Anthony öffnete die Tür seiner Wohnung mit dem Wohnungstürschlüssel. Dankbar war er, dass ihm noch rechtzeitig einfiel, dass C-Mark, sein Diener, nicht zu Hause war. Je weniger Zeugen bei dieser Katastrophe, desto besser. Die Schreibmaschine stand noch so, wie er sie verlassen hatte. Carter schlenderte zum Tisch und studierte den auf dem Papier stehenden Titel. »Das Geheimnis der 2. Gurke«, verkündete er mit verdrossener Stimme. »Eine Geschichte von mir«, erklärte Anthony gleichgültig. »Auch nicht schlecht, Sir«, sagte Verrill kopfnickend, und seine Augen blinzelten. »Übrigens, wovon handelt sie? Was war denn nun das Geheimnis der 2. Gurke?« »Jetzt haben Sie mich festgenagelt«, sagte Anthony. »Anlass zu diesen ganzen Schwierigkeiten war nämlich die 2. Gurke.« Carter sah ihn gespannt an. Plötzlich schüttelte er den Kopf und klopfte sich bedeutungsvoll gegen die Stirn. »Schön blöde, mein armer Freund«, murmelte er deutlich vor sich hin. »Und jetzt, Gentlemen«, sagte Mr. Eastwood lebhaft, »an die Arbeit. Hier sind an mich adressierte Briefe, mein Scheckheft und hier sind Mitteilungen meiner Verleger. Was wünschen Sie sonst noch?« Verrill prüfte die Papiere, die Anthony ihm hingeschoben hatte. »Ich für meinen Teil, Sir«, sagte er respektvoll, »benötige nichts mehr. Ich bin überzeugt. Ich kann jedoch nicht die Verantwortung auf mich nehmen, Sie freizulassen. Verstehen Sie, obgleich alles dafür spricht, dass Sie seit einigen Jahren hier als Mr. Eastwood wohnen, ist es dennoch möglich, dass Conrad Flagman und Anthony Eastwood ein und dieselbe Person sind. Ich muss daher die Wohnung durchsuchen, Ihnen die Fingerabdrücke abnehmen und mit der Zentrale telefonieren.« »Anscheinend ein ziemlich umfassendes Programm«, bemerkte Anthony. »Ich kann Ihnen versichern, dass Ihnen alle strafbaren Geheimnisse, die Ihnen in die Hände fallen, zur Verfügung stehen.« Der Inspektor grinste. Für einen Kriminalisten war er ungewöhnlich human. »Wenn Sie sich vielleicht mit Carter in das kleine Zimmer am Ende des Korridors begeben wollen, Sir, solange ich zu tun habe.«
Einverstanden, sagte Anthony widerwillig. Umgekehrt wird es wohl nicht möglich sein, nicht wahr? Was soll das heißen? Dass Sie und ich und ein paar Whisky mit Soda im kleinen Zimmer verschwinden, während unser Freund der Sergeant die schwere Aufgabe des Durchsuchens übernimmt. Wenn es Ihnen lieber ist, Sir? Es ist mir lieber. Sie überließen es Carter, den Inhalt des Schreibtisches mit geschäftsmäßiger Gewandtheit zu überprüfen. Als sie den Raum verließen, hörten sie, wie er den Hörer abnahm und Scotland Yard anrief. »Es könnte schlimmer sein«, sagte Anthony, als er sich mit einem Whisky-Soda hinsetzte, nachdem er die Wünsche des Inspektors Farrell gastfreundschaftlich erfüllt hatte. »Soll ich zuerst trinken, nur um Ihnen zu beweisen, dass der Whisky nicht vergiftet ist?« Der Inspektor lächelte. »Das alles verstößt gegen die Vorschriften«, bemerkte er. »Aber wir kennen uns in unserem Beruf einigermaßen aus. Von Anfang an war mir klar, dass wir einen Fehler begangen hatten. Aber man muss natürlich die üblichen Vorschriften einhalten. Sie können auch nicht einfach vom roten Teppich runter, nicht wahr, Sir?« »Wahrscheinlich nicht«, sagte Anthony bedauernd. »Außerdem sieht der Sergeant auch nicht allzu umgänglich aus, nicht?« »Ach, im Grunde ist Detective Sergeant Carter ein feiner Kerl, so leicht kann dem keiner etwas weismachen.« »Das habe ich bereits festgestellt«, sagte Anthony. »Übrigens, Inspektor«, fügte er hinzu, »spricht irgendetwas dagegen, dass ich einige Einzelheiten über mich erfahre?« »Welcher Art, Sir?« »Mann Gottes, merken Sie denn nicht, dass ich vor Neugierde vergehe? Wer war Anna Rosenberg und warum habe ich sie ermordet?« »Das werden Sie morgen in der Zeitung lesen, Sir.« »Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen«, zitierte Anthony. »Ich bin überzeugt, dass Sie meine völlig gesetzmäßige Neugierde befriedigen dürfen. Lassen Sie Ihre offizielle Zurückhaltung einmal beiseite und erzählen Sie.« »Das ist gegen die Vorschriften, Sir.« »Mein lieber Inspektor, wo wir uns so schnell angefreundet haben.« »Also gut, Sir. Anna Rosenberg war eine deutsche Jüdin, die in Hempstead wohnte. Ohne sichtlich etwas dafür zu tun, wurde sie Jahr für Jahr ständig reicher.« »Bei mir ist es genau umgekehrt«, bemerkte Anthony dazu. »Ich tue sichtlich etwas und werde dafür von Jahr zu Jahr ärmer. Vielleicht ginge es mir besser, wenn ich in Hempstead wohnte. Ich höre immer wieder, dass Hempstead ausgesprochen anregend sein soll.« »Es gab eine Zeit«, fuhr Verrill fort, »wo sie mit gebrauchter Kleidung handelte.« »Das erklärt alles«, unterbrach Anthony ihn. »Ich erinnere mich, dass ich nach dem Krieg meine Uniform verkaufte, nicht die aus Khaki, sondern die andere. Die ganze Bude hing voller roter Hosen und goldener Litzen, die äußerst vorteilhaft ausgebreitet waren. Es erschien ein dicker Mann in einem karierten Anzug mit seinem Rolls Royce und einem Faktotum nebst Koffer. 1 Pfund 10 Schilling bot er für das ganze Zeug. Schließlich legte ich noch einen Jagdmantel und ein paar Zeissgläser dazu, um auf 2 Pfund zu kommen. Und auf ein Zeichen klappte das Faktotum den Koffer auf, schaufelte alles hinein und der Dicke reichte mir eine 10-Pfund-Note und fragte, ob ich herausgeben könne.« »Vor etwa 10 Jahren«, fuhr der Inspektor fort, »lebten in London verschiedene politische Flüchtlinge aus Spanien, unter ihnen ein gewisser Don Fernando Ferraris mit seiner jungen Frau und einem Kind. Sie waren sehr arm und die Frau war krank. Anna Rosenberg kam in das Haus, wo die Leute wohnten, und fragte, ob sie etwas zu verkaufen hätten. Don Fernando war nicht da, und seine Frau fasste den Entschluss, sich von einem wunderhübschen spanischen Schal zu trennen, der wunderbar bestickt war und zu den letzten Sachen gehört hatte, die Don Fernando ihr vor ihrer Flucht aus Spanien geschenkt hatte. Als Don Fernando heimkehrte, bekam er einen fürchterlichen Wutanfall, als er hörte, dass der Schal verkauft sei, und versuchte vergeblich, ihn zurückzukaufen. Als es ihm wenigstens gelang, die fragliche Frau, die alte Kleidungsstücke gekauft hatte, wiederzufinden, erklärte diese, sie hätte den Schal an eine Frau verkauft, deren Namen sie nicht kenne. Don Fernando war verzweifelt. 2 Monate später wurde er mitten auf der Straße mit einem Dolch angegriffen und starb später an den Verletzungen. Von dieser Zeit an schien Anna Rosenberg merkwürdigerweise in Geld zu schwimmen. In den folgenden 10 Jahren wurde nicht weniger als 8-mal in ihr Haus eingebrochen. 4 der Versuche wurden vereitelt und nichts kam abhanden. Bei den übrigen 4-mal befand sich unter der Beute auch ein bestickter Schal. Der Inspektor verstummte und erst einer drängenden Geste Anthonys folgend fuhr er fort. Vor einer Woche traf Carmen Ferraris,
die junge Tochter Don Fernandos aus einem französischen Kloster kommend, hier ein. Ihre erste Handlung bestand darin, Anna Rosenberg in Hampstead aufzusuchen. Angeblich hat sie der alten Frau eine heftige Szene gemacht, und als sie das Haus verließ, wurden ihre Abschiedsworte von einem der Diener mitgehört. »Sie haben ihn noch«, schrie sie. »Die ganzen Jahre hindurch sind sie durch ihn reich geworden, aber eines verspreche ich ihnen feierlich. Letzten Endes wird er ihnen Unglück bringen. Sie haben kein moralisches Recht auf ihn, und der Tag wird kommen, an dem sie sich wünschen, sie hätten den Schal der tausend Blüten nie gesehen.« Drei Tage später verschwand Carmen Ferraris auf mysteriöse Weise aus dem Hotel, in dem sie wohnte. In ihrem Zimmer wurde ein Zettel mit einem Namen und einer Adresse gefunden, der Name lautete Conrad Fleckman. Ferner fand man eine Notiz von einem Mann, der behauptete, mit gebrauchter Kleidung zu handeln, und anfragte, ob sie die Absicht hätte, einen bestickten Schal zu verkaufen, von dem er annahm, dass sie ihn besaß. Die auf der Notiz angegebene Adresse war falsch. »Es ist klar, dass der Schal den Mittelpunkt dieser ganzen mysteriösen Geschichte bildet. Gestern Morgen erschien Conrad Fleckman nun bei Anna Rosenberg. Sie schloss sich mit ihm für gut eine Stunde ein, und als er sie verließ, musste sie sich zu Bett legen, so blass und erschüttert war sie durch die Unterhaltung. Sie ordnete jedoch noch an, dass Fleckman jederzeit vorgelassen würde, wenn er sich meldete. Gestern Abend stand Anna Rosenberg auf und verließ gegen 9 Uhr ihre Wohnung. Seitdem ist sie nicht zurückgekehrt. Heute Morgen wurde sie in dem Haus, in dem dieser Conrad Fleckman wohnt, erstochen aufgefunden. Neben ihr auf dem Fußboden lag, was glauben Sie wohl?« »Der Schal?« keuchte Anthony. »Der Schal der tausend Blüten?« »Etwas viel Entsetzlicheres. Etwas, das die ganze mysteriöse Geschichte mit dem Schal erklärt und seinen geheimen Wert deutlich macht. Entschuldigen Sie, aber ich glaube, das ist der Chef.« Tatsächlich hatte es draußen geläutet. Anthony zügelte seine Ungeduld so gut es ihm möglich war und wartete auf die Rückkehr des Inspektors. Soweit es seine eigene Lage betraf, war er jetzt erleichtert. Sobald man ihm die Fingerabdrücke abgenommen hatte, würde man den Irrtum feststellen. Und dann würde vielleicht Carmen anrufen. »Der Schal der tausend Blüten. Was für eine seltsame Geschichte. Genau die, die einen angemessenen Hintergrund für die atemberaubende dunkle Schönheit des Mädchens abgeben würde. Carmen Ferraris.« Er riss sich aus seinen Fantastereien, wie lange dieser Inspektor nur brauchte. Er stand auf und riss die Tür auf. In der Wohnung war es merkwürdig still. Waren sie etwa schon weg? Doch bestimmt nicht, ohne sich von ihm zu verabschieden. Er schlenderte in das nächste Zimmer. Es war leer. Und das Wohnzimmer war ebenfalls leer. Seltsam leer. Irgendwie wirkte alles kahl und wüst. Du lieber Himmel, seine Emaillensammlung, das Silber. Wie von Sinnen rannte er durch die Wohnung, überall das Gleiche. Alles war ausgeplündert. Jedes Stück von Wert war verschwunden. Und Anthony hatte beim Sammeln einen sehr guten Geschmack bewiesen. Mit einem Aufstöhnen taumelte Anthony in einen Sessel und verbarg den Kopf in den Händen. Erst das Läuten der Wohnungsklingel schreckte ihn hoch. Er öffnete die Tür und stand Rogers gegenüber. »Entschuldigen Sie, Sir«, sagte Rogers, »aber die Herren meinten, sie brauchten vielleicht irgendetwas?« »Die Herren?« »Ihre beiden Freunde, Sir. So gut ich konnte, habe ich ihnen beim Verpacken geholfen. Glücklicherweise hatte ich zufällig 2 Kisten im Keller stehen.« Seine Augen blickten zu Boden. »So gut ich konnte, habe ich auch das Stroh zusammengefegt, Sir.« »Hier oben haben Sie die Sachen eingepackt?« stöhnte Anthony. »Ja, Sir. War das denn nicht Ihr eigener Wunsch, Sir? Der große Herr forderte mich dazu auf, und da Sie hinten in dem kleinen Zimmer mit dem anderen Herrn sprachen, wollte ich nicht stören.« »Nicht ich sprach mit ihm«, sagte Anthony, »er redete vielmehr mit mir. Zum Teufel mit ihm.« Rogers hüstelte. »Und es tut mir aufrichtig leid, dass es nötig war, Sir«, murmelte er. »Nötig?« »Dass sie sich von ihren Schätzen trennen mussten, Sir.« »Was? Ach ja«, er lachte verbissen auf, »wahrscheinlich sind sie mittlerweile schon weggefahren, was diese... meine Freunde, meine ich.«
Oh, hier hast du ja schon vor einiger Zeit. Ich verstaute die Kisten im Taxi und der große Herr ging noch einmal nach oben und dann kamen beide heruntergelaufen und fuhren sofort weg. Verzeihung, Sir, aber stimmt irgendetwas nicht, Sir? Rogers hatte gut Fragen. Das ächzende Stöhnen, das Anthony entfloh, hätte überall Argwohn erweckt. Gar nichts stimmt. Vielen Dank, Rogers. Aber ich bin mir völlig im Klaren, dass man Ihnen nicht den geringsten Vorwurf machen kann. Lassen Sie mich allein. Ich muss mal schnell telefonieren. 5 Minuten später war zu beobachten, wie Anthony seine Geschichte dem Inspektor Driver, der mit einem Notizblock in der Hand ihm gegenüber saß, ausführlich berichtete. Ein unsympathischer Mann, dieser Inspektor Driver, und, wie Anthony überlegte, einem wirklichen Inspektor so gar nicht ähnlich. Ziemlich theatralisch, wenn man genau hinsah. Wieder einmal ein schlagender Beweis dafür, dass die Kunst der Natur überlegen ist. Anthony kam zum Ende seines Berichtes. Der Inspektor klappte sein Notizbuch zu. »Und?« fragte Anthony besorgt. »Sonnenklar«, sagte der Inspektor. »Das war die Patterson-Bande. In letzter Zeit hat sie sich verschiedene derart gerissene Sachen geleistet. Großer blonder Mann, kleiner dunkler Mann und das Mädchen.« »Das Mädchen?« »Ja, ebenfalls dunkel und verdammt gut aussehend. Tritt gewöhnlich als Lockvogel auf.« »Ein spanisches Mädchen?« »Vielleicht bezeichnet sie sich als Spanierin. Geboren wurde sie jedenfalls in Hampstead.« »Habe ich nicht gesagt, dass Hampstead eine anregende Gegend ist?« murmelte Anthony. »Ja, der Fall ist also sonnenklar«, sagte der Inspektor und erhob sich, um zu gehen. »Sie hat hier angerufen und sie mit ihrer Geschichte geleimt, in der Annahme, sie würden dann auch bestimmt kommen. Dann geht sie zur alten Mutter Gibson, die nichts dagegen hat, ihr Zimmer gegen ein Trinkgeld vorübergehend an Leute abzutreten, die es schrecklich finden, sich vor aller Augen zu treffen. Liebhaber, verstehen Sie, nichts Kriminelles.« Sie fallen prompt darauf herein, die beiden fahren mit ihnen hierher und während der eine ihnen einen Bären aufbindet, verschwindet der andere mit der Beute. Das waren todsicher die Pattersons, genau so arbeiten sie immer. »Und meine Sachen?« fragte Anthony besorgt. »Wir werden tun, was wir können, Sir, aber die Pattersons sind ungewöhnlich gerissen.« »Diesen Eindruck habe ich auch«, sagte Anthony verbittert. Der Inspektor verabschiedete sich und kaum war er gegangen, läutete es bereits an der Tür. Anthony öffnete. Ein kleiner Junge mit einem Paket im Arm stand vor ihm. »Für Sie, Sir.« Mit einer gewissen Überraschung nahm Anthony es an sich. Eigentlich rechnete er nicht mit einem Paket irgendwelcher Art. Als er es in das Wohnzimmer gebracht hatte, schnitt er die Schnur auf. Es war das Likörservice. »Verdammt«, sagte Anthony. Dann erst fiel ihm auf, dass sich am Fuß eines der Gläser eine winzige, kunstvolle Rose befand. Seine Gedanken eilten in jenes Zimmer im ersten Stock zurück, das in der Kirk Street lag. »Ich mag dich gern, ja, ich mag dich. Du wirst immer daran denken, was auch passiert, nicht wahr?« Das hatte sie gesagt, was auch passiert. Hatte sie damit etwas gemeint? Anthony nahm sich wieder nachdrücklich zusammen. »Das genügt nicht«, ermahnte er sich. Sein Blick fiel auf die Schreibmaschine und mit entschlossenem Gesicht setzte er sich hin. »Das Geheimnis der zweiten Gurke«, sein Gesicht wirkte wieder verträumt. »Der Schal der 1000 Blüten«, was hatte man eigentlich auf dem Fußboden neben ihrem leblosen Körper gefunden, jenes entsetzliche Ding, das das ganze Geheimnis erklärte? »Nichts, natürlich, da es sich nur um eine erfundene Geschichte gehandelt hatte, die seine Aufmerksamkeit fesseln sollte, und der Erzähler hatte nur jenen alten Trick aus 1001 Nacht angewandt, die Geschichte zu unterbrechen, wenn sie am spannendsten war.« »Aber war es denn tatsächlich so unmöglich, dass irgendetwas Entsetzliches existierte, was das ganze Geheimnis erklärte?« »Dass es immer noch existierte. Vielleicht, wenn man sich gründlich damit beschäftigte?« Anthony zog den Bogen aus der Schreibmaschine und ersetzte ihn durch einen neuen. Dann tippte er die Überschrift. »Das Geheimnis des spanischen Schals.« Schweigend schaute er sie eine Weile an. Dann begann er rasend schnell zu tippen.